So, da geht's jetzt dann weiter. Wir versuchen es erneut. Und wehe, ich bin nicht direkt auf dem Flugzeug. Dann bin ich böse. Ich muss euch sagen, ich habe keine Schusshilfe. Kaum noch Energie. Das ist nicht right, das ist left. Das überlebe ich niemals. Oh Scheiße, das überlebe ich niemals. Gut. Yes. Ich habe auch Fliegen. Yeah. Okay. Wieso kann... Ach so. Warum kann ich den nicht fliegen? Hoppala. Versuch was mit der linken zu... Oh. Ich konnte das nicht lenken. Ja, wurde schwer beschädigt. Ich konnte es ohne Scheiß, ich konnte es nicht lenken. Mit der linken Taste. Oh, geil. Dankeschön. Ich folge dem Flugzeug. I told my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Oh, there he goes. Finally, I feel safe. So, who might the spire be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins. Oh, oh. Ich kann ohne Scheiß dir nicht fliegen. Trevor ist tot, ja. Ist klar, dass er dann tot ist. Ja, ich bin super wieder. Richtig toll stelle ich mich gerade an. Ich liebe es. The guy who's taking receipt of these guns is in a boat just off the coast. Oh, there he goes. Finally, I feel safe. So, jetzt fliege ich. So, who might the spire be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Or other neighbors, those in the south, are Mexican. So, Spiel machen kann. Ach so. You've got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Okay. Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Ich flieg dir einfach ganz normal hinterher. Ich mach keine große Scheiße jetzt hier. Stück höher und dann jetzt so noch Rechtskurve, Linkskurve fliegen. So. Sieht nicht sehr sicher aus, was ich hier mache gerade. Habe ich auch nicht vor.
gut. Was ist jetzt los? Was will Franklin? Ach, die Fracht. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Okay, da sollte ich nicht drüber fliegen. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, so. It might do. Or it might kill you instead. Ich fliege den jetzt einfach davon. Ihr guckt euch einfach mal die geile Landschaft an, während ich hier irgendwie versuche, gut zu fliegen. So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. So, ein Stück höher. Landebahn? Die ist da hinten. Oh oh, ob ich das schaffe? Doch, ich schaffe es. Oh, wer ruft den jetzt an, Mann? Gut. Muss ich leider wieder hier einen Cut machen. Bis gleich. So, jetzt kann es weitergehen. Was soll ich machen? Ach ja. So, habe ich es geschafft. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate or both. Okay. Erstens haben wir die Mission bestanden. Kontrollpunkt war es. 3 Kopfschüsse nur. 6 Brücken, ein Flieger. Fliegender tot. Mann, ja. Egal.
Wie wir gesehen haben, ja, Mord. Ja, aber ein Steinbruch, schön für dich. I'll have to keep an eye out for you. Wenn er für dich. Ach. Ist mir egal, ich brauch den nicht lebend. Wie soll ich den lebend fangen, ganz ehrlich? Und was wir als zweites erfahren haben. Ja, komm, Ron, ey, du nervst. Auf jeden Fall werden wir jetzt, glaube ich, den Flugplatz kaufen hier. Pro Straßenlieferung. Okay. 150.000. Wollen wir. So, meins. Hey, D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Gut, das ist unsere Immobilie. Wir müssen einfach hier einsteigen, dann geht die Mission hier schon los. Wenn wir mal Geld brauchen, können wir das gerne machen. Habe ich dir gerade gesagt. Das Bolt. Könnt ihr euch gerne durchlesen, ein Scharfschützengewehr. Ich habe das doch schon. Ich habe eins, beziehungsweise... bleib mal stehen. Was machen wir als nächstes? Wir haben das gekauft. Jetzt haben wir kaum bestimmt noch Geld. Noch 20.000, ja. Aber es heißt kaum. Gehen wir da hin. Ich glaube, das war die sogar, ja. Ey, wo kommst du denn auf einmal her? Ich brauche ein Auto. Bleib du mal stehen. Aua. Weißt du was? Au. Opala. Geh mal raus. Ja, genau die Brust getroffen. Nicht schlecht, oder? Ey, Turbolader? Was sind das schon wieder? Ja, ja. Scheiße. Ein Stern. Das kotzt mich an. Aber es musste sein. Sonst wäre es ja langweilig gewesen, hätte ich einfach nur das Auto genommen. Einfach nur langsam hinter dem bleiben. Der ist nicht in meinem Blickfeld. Nee, das muss nicht sein, der Radiosender. Fahren wir hier. Was? Wie kann der mich sehen? Ganz ehrlich, wie kann der mich sehen?
So. Bandissima! Yeah! Yes, endlich. Hier soll das sein, oder was?